Darmstadt. Dies sind die Abenteuer des Oberbürgermeisters Mad Joch. In seiner Amtszeit tut er Dinge, die nie zuvor ein Oberbürgermeister getan hat. Herr Oberbürgermeister. Der Glatzen. Yo. Gehen wir doch mal die To-Do-Liste durch. Also, Herr Oberbürgermeister, Erlebnisbad Dambach eröffnet. Darmstadtium in ein alternatives Jugendzentrum umgewandelt. Schuldenberg als Aussichtshügel vermietet. Lilien-Europapokal gewonnen im Curling. Mensch-Tier-Ehe erlaubt. Und die Kids trinken nur noch erneuerbare Energy-Drinks. Jochen, PR-mäßig sind Sie ein Held. Ich bin kein Held, ich tue nur meine Arbeit. Darmstadt, meine Stadt. Ich würde alles für dich tun, alles, hörst du? Das Ding da ist echt hässlich. Und das Einkaufszentrum da, da würde ich gerne Auenlandschaft draus machen. Mit Biberdämmen, Dotterblumen, Seerosen. Neuer Punkt auf der To-Do-Liste. Die Innenstadt muss schöner werden. Richtig. Definitiv. Und dann will er aus dem Luisenplatz ein Naherholungsgebiet machen. Mit Blümchenwiese und Biolädchen. Ach, dieser Jochen. Dieser Jochen, der erntet all den Rum mit seinem Bio-Scheiß. Oh, und wir? Keiner will mehr unseren leckeren Atomstrom haben. Wir haben nur noch schlechte PR. Es gibt keine schlechte oder gute PR. Es gibt nur PR. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Schnauzeklätzchen. Ich kann nicht mehr warten. Ich muss meine Atommachtpläne in die Tat umsetzen. Ich kann Ihnen helfen. Ich bin Ihre neue Praktikantin. Mein Name ist Wendy Will. Praktikantin? So. Sind Sie denn auch bereit, Ihr komplettes Leben voll und ganz der Atomlobby zu opfern? Für meine Karriere mache ich alles. Alles. Soll ich diesen süßen Hund hier umbringen? Ich tue's. Der war eh schon tot. Aber Ihre Willenskraft gefällt mir. Sie müssen Mad Jochen umbringen? Nein, Sie müssen ihn brechen. Sie müssen seinen Willen zermalmen. Er soll meine Marionette werden, ja! Er soll wie Einstein-Bose-Kondensat in meinen eiskalten Fingern zerrinnen. Ein grüner Oberbürgermeister, der nach unserer Pfeife tanzt. Das ist die kalte Fusion von Atomlobby und Biobürgern. Vertrauen Sie mir. Wenn die Wendy will, dann schafft sie alles. Ja! Ich bin Ihre neue Praktikantin, wenn Sie will. Angenehm, schön, Sie kennenzulernen. Wir können ja mal zusammen ein Eis essen gehen. Ich liebe Eis. Ich merke, wir haben jede Menge Gemeinsamkeiten. Sie müssen wissen, ich mag Männer mit Macht. Aber ich bin nur noch Oberbürgermeister. Aber da sitzen Sie doch am Schalthebel der Macht. Und Macht mag ich übrigens auch. Macht? Macht nicht nur Spaß. Macht, macht auch Arbeit. Macht mir nichts. Ehrlich gesagt, ich würde auch gern mal ausspannen. Ich würde auch gern mal Schwächen zeigen, wenn ich welche hätte. Sie brauchen mal eine Auszeit. Ich hätte da was für Sie. Wirkt garantiert. Was ist das?
Bio-Heroin. Ich kann doch kein Heroin nehmen. Ich bin OB. Aber das ist doch Bio. Tut gut und ist gesund. Wirklich? Ja. Und Fairtrade. Für einen glücklichen Taliban. Na, wenn du meinst. Ich nehme das auch. Na dann, lies auch mal probieren. Ich kann doch nicht spritzen. Ich bin doch Öko. Kein Problem. Gibt's auch als Tee. Liebe Kinder, geben Sie fein Acht, wie Mad Jochen einen Fehler macht. Denn, liebe Kinder, wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. Jochen glückselig in Halloland herumkaspert, merkt er nicht, wie er von Atomtina in ein billiges Insekt verwandelt wird. Aus Mad Jochen wird Bad Jochen. Den Druckwasserreaktor! Donnerkuppelkirche! Feierlich das Atommüllendlager City Ring. Ja.
ordentlich feierlich. Die Ölbohrplattform Brackwasser Horizon. Hiermit eröffne ich feierlich die weltgrößte McDonald's-Filiale hier in Darmstadt, McTildenhöhe. Das ist eine Riesenscheiße, was du hier mit uns machst. Du machst unsere ganze schöne Stadt kaputt. Darmstadt muss sterben, damit ich leben kann. Schlägt um. Ach, Jochen, der schafft es eh nicht bis zur nächsten Wahl. Seine Halbwertszeit ist abgelaufen. Aber ich habe schon eine neue Marionette. Früher war er mal mein Steuerberater. Und was wird aus Jochen? Jochen? Na, den werden wir stürzen. Aus höchster Höhe. Arme Wendy, träumte sie doch davon, an der Seite Bad Jochens First Lady an der Darm zu werden. Und jetzt lässt Atomtina all ihre Pläne platzen. Und jetzt hilft nur noch eiskalter Entzug. Nein! 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 Der grüne Stoff! Was hast du bloß getan? Ich hab Darmstadt im Stich gelassen. Genau. Was wir aus dieser Stadt gemacht haben. Und auf dieses hässliche Einkaufszentrum setzen wir noch ein zweites, ein größeres, ein atombetriebenes. Ja! Ich mit mir. Wie war das? Wieder Worte? Ich bin wieder ich. Papalapap, tu, was ich sage. Unterzeichne diesen Abschiedsbrief und dann spring bei der Macht des Atoms. Ja! Aber erst erfüllen wir die Frauenquote. Thank you.
Jochen. Das war alles meine Schuld. Kannst du mir noch mal verzeihen? Na klar, ich bin auch ein gütiger Oberbürgermeister. Dann lass uns gemeinsam abhauen. Diese Stadt ist doch eh total kaputt. Was hält uns noch hier? Wendy, das kann ich nicht. Das geht nicht. Das mit dir, das war nur so eine kurze Affäre. Darmstadt ist meine Braut. Ich kann hier nicht weg. Wendy. Ach, Wendy. Komm. Will doch nicht. Jochen! Oh, Wendy. Matt Jochen! Großartig PR, Matt Jochen! Umgestaltung in der Innenstadt begonnen. Nächster Punkt der To-Do-Liste. Renaturierung einleiten. Jo. Ab hier. Liebe Kinder, wie Sie wissen, ist dies das Ende. Doch wehe, wenn die Wendy wütend wird. Wie das noch weitergeht, erfahren Sie, liebe Kinder, im nächsten Teil.